In dem Interview soll es vorwiegend so um die frühe Kindheit von Menschen mit Autismus gehen. Vielleicht in dem Zusammenhang an dich die Frage, Tom, die Bezeichnung Menschen mit Autismus, Betroffene mit Autismus, Autisten, was ist deine favorisierte Form eigentlich? Also, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ja, dieser Formalität nicht zu große Beachtung geschenkt wird. Das hat schlicht und ergreifend den Hintergrund, ja, dass sowieso jeder dort andere Vorlieben hat. Und man muss auch immer bedenken, dass natürlich auch Außenstehende, um die geht es ja primär, die so etwas oder die solche Formulierungen verwenden, es ja auch häufig gar nicht wissen können, wie verlangt es jetzt oder wie wünscht es jetzt der andere. Und mir persönlich ist es einfach wichtig, dass mein Gegenüber mich nicht beleidigen möchte, mich nicht kränken möchte, dass der nur positive Absichten mir gegenüber hat. Und wenn er das wollte, kann er das mit jeder Formulierung tun. Ja, da braucht es keinen Menschen mit Autismus oder Autist und so weiter und so fort. Ja, gutes Statement, danke. Ja, ich höre von Betroffenen oder ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Betroffene sagen, dass sie sich an ganz besondere Situationen aus ihrer Kindheit erinnern, manchmal schon Dinge, die ums erste oder zweite Lebensjahr passiert sind. Ich kann das nicht. Ich meine, weitgehendste Erinnerung ist, glaube ich, an mein viertes Lebensjahr. Woran erinnerst du dich so am stärksten, wenn du an deine Kindheit denkst? Was heißt Kindheit? Das müsste man jetzt genauer definieren. Also es Okay. geht jetzt um die allerfrüheste Zeit, nehme ich Ja, an. genau. Ja, also ich meine ja eigentlich, mich an meinen ersten Geburtstag zu erinnern, bei dem ich in meinem Kinderbett gelegen habe und sich meine Geburtstagsgäste über mich gebeugt haben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dieses Erlebnis schon mal meinem Vater erzählt habe, beziehungsweise diese Erinnerung meinem Vater erzählt habe. Und er meinte, das könne gar nicht sein, weil Personen, die ich damals aufgezählt hätte, mit diesem Ereignis verknüpfe, wohl an meinem ersten Geburtstag gar nicht da gewesen wären. Und da sind wir natürlich schon in dem Thema, dass man sich auch häufig falsch erinnert. Woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, das sind Erlebnisse. Ja, noch vor, kurz vor meinem Kindergarteneintritt mit 3. Ich weiß noch, wie ich im Sandkasten gespielt habe. Ich weiß noch, wie ich auf dem Balkon gespielt habe. Und ja, wo ich mich auch ganz, ganz intensiv dran erinnere, ist halt meine Kindergartenzeit. Okay. Wenn du dich an dieses Eintritt ins Kindergartenalter nochmal erinnerst, wenn du sagst, du hast im Sandkasten gespielt, was hast du da gespielt? Weißt du das noch? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Also meine Mutter hat immer versucht, mich überhaupt rauszubewegen von zu Hause und ist dann mit mir immer zu einem nächstgelegenen Spielplatz gewandert und ja, wollte halt, dass ich dort mit den anderen Kindern spiele. Ich schätze jetzt mal so ganz grob, dass ich da vielleicht so 2 gewesen bin, ja. Ich hatte da eine ganz, ganz große Angst davor, weil dieser Sandkasten, der hat mir riesigen Schiss gemacht, die anderen Kinder haben mir einen riesigen Schiss gemacht und alles, was ich halt immer getan habe, ist mich halt irgendwo in den Sand, ja, zu hocken und mit dem Sand selber irgendwas zu machen. Ich habe immer wieder Bezug auch auf meine Mutter genommen, wollte immer wieder zu meiner Mutter, wollte, dass sie mit mir im Sand spielt. Und ja, sie wollte natürlich ein Buch lesen, beziehungsweise war natürlich der Meinung, das Kind sollte vielleicht auch mal mit anderen Kindern was machen, solle sich mal alleine beschäftigen. Und da gab es einen Jungen, an dessen Existenz kann ich mich noch erinnern. Und das war der liebe Manuel. Manuel war eins von den größeren Kindern, also keine 2, sondern vielleicht 4, 5, 6, ich weiß es nicht mehr. Und der hat mich irgendwie gemocht und der ist immer wieder zu mir angekommen und wollte mit mir spielen. Der hat auch mal mich verteidigt, als andere Kinder mich verprügeln wollten. Deswegen hat er bei mir einen Stein im Brett gehabt, auf jeden Fall. Aber auch vor dem lieben Manuel hatte ich tatsächlich eine große Angst. Und ich hatte tatsächlich immer Angst, dass mein Sandkastenfreund tatsächlich kommt und mit mir spielt, weil mich einfach diese soziale Situation überfordert hat. Weil ich weiß nicht, das hat mich einfach überfordert, das hat mir Angst gemacht. Ja. Und gab es Momente, vielleicht etwas später, wo du da nicht mehr so überfordert warst, oder gab es bestimmte Spiele, die du mit Kindern teilen konntest, wo du ähnlich gespielt hast wie sie? Ich weiß auf jeden Fall noch, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Es war mir ein großes Mysterium,
wie oder was die anderen Kinder dort gespielt hatten. Ich habe aber relativ schnell, das mag in den ersten Tagen gewesen sein, zumindest nach meiner Erinnerung rausgefunden, dass ich, der mit Spielsachen materiell relativ gut bestückt war, mit meinen, ich weiß nicht mehr, was es damals war, Transformers oder was weiß ich, auch immer mit meinen Spielfiguren, die wie gesagt sehr üppig waren, richtige Kaventsmänner, die anderen schon beeindrucken konnte und dann halt die, ja, die tollsten Spielsachen hatte und so konnte ich, ja, die anderen Kinder sozusagen, ich will nicht sagen, ins Spiel einbinden, das würde nicht stimmen. Ich konnte sie auf jeden Fall dazu bewegen, sich meinem Spielzeug zuzuwenden. Und ansonsten habe ich im Kindergarten viel gemalt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mich an die anderen Kindergartenkinder nicht mehr erinnere. Also ich erinnere mich noch an den Kindergarten. Ich erinnere mich auch noch an meine, boah, ich weiß nicht, was das moderne Wort ist. Ich sage immer Kindergärtnerin, weil es damals waren es die Kindergärtnerinnen und ich aus meiner Erinnerung erzähle ich. Ich habe schon häufiger gehört, das darf ich nicht mehr sagen. Erzieherinnen, ich weiß es nicht. Also für mich meine damaligen Kindergärtnerinnen. Ja, an die kann ich mich noch erinnern und ich weiß auf jeden Fall, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich mich im Kindergarten eher alleine beschäftigt habe und es war auch ein ganz großer Terz, mich überhaupt in den Kindergarten zu bewegen und da hieß es dann auch schon das erste Mal, ich müsse vielleicht mal zum Kinder- und Jugendpsychologen gehen, weil das halt so, ja, ungewöhnlich war, dass ich mit niemandem in Kontakt gegangen bin. Weil du das jetzt gerade sagst, ich komme gleich noch mal kurz auf das Spiel zurück. Wann gab es dann eine Diagnose? Wann hast du die erhalten? Bist du denn direkt zum Kinder- und Jugendpsychiater oder erst später? Nee, die Diagnose, die habe ich erst sehr viel später bekommen, mit 17. Das erste Mal die Verdachtsdiagnose in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ja, das Thema ist dann wieder so ein bisschen im Sande verlaufen und dann habe ich sie das zweite Mal bekommen mit 24 im Jahr 2010. 10, 11 muss das gewesen sein. Ich bin jetzt 35. Als ich in den Kindergarten gekommen bin, da gab es auch die Diagnose Asperger-Syndrom noch gar nicht im ICD-10. Das war ja erst 1993, 1994. Was natürlich auch erklärt, dass vielleicht mein auffälliges Verhalten noch nicht in dem Maße damals vom Kindergarten aus auch so verfolgt wurde, wie es vielleicht heutzutage üblich wäre. Und ja, dann wurde ich von dieser Tagesklinik auch nochmal ans Universitätsklinikum Freiburg weitergeleitet. Das muss dann definitiv 2011 gewesen sein. Und 2013 habe ich es dann, glaube ich, nochmal vom Universitätsklinikum, vom Max-Planck-Institut in Göttingen im Rahmen meiner Studie überprüfen lassen. Okay, komme kurz nochmal zurück zu dem Spielzeug. Du hast den Sand beschrieben, den Sandkasten und auch die bestimmten Objekte, die du hattest, Spielzeuge. Und viele Betroffene beschreiben, dass ihnen diese Objekte eben sehr viel Sicherheit gegeben haben und dass die Menschen eher im Hintergrund für sie waren. Und ich habe mich eben gefragt, als du sagst, du kannst dich auch gar nicht so gut an die Kinder erinnern, ob das vielleicht möglicherweise bei dir auch so ist, dass du dich eher an deine Spielsachen erinnern kannst, aber weniger an die Kinder. Ich würde das jetzt erstmal bejahen. Also natürlich mit der Einschränkung, ich habe mich ja auch schon viel mit dem Thema Autismus beschäftigt und viel darüber gelesen. Nicht, dass ich mir da irgendwelche Erinnerungen angelesen habe, die ich nie hatte. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das schon alles seine Richtigkeit in Ordnung hat, was ich hier sage. Aber ich würde das erstmal so bestätigen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, es ist eine Anekdote, die mir meine Mutter immer und immer wieder erzählt, dass mich die anderen Kinder wohl verprügelt hätten, in der ersten Zeit insbesondere. Und weil ich wohl die anderen Kinder mit meinem großen Wortschatz K.O. geredet hätte. Und sie hätten mich dann gehauen. Ich kann mich da auch noch an solche Situationen erinnern. Und ich habe sie dann halt belehrt, dass man das nicht macht. Und es ist ja nicht korrekt, andere Kinder zu hauen. Das hat die dann natürlich überfordert, weil sie, so wurde mir das immer wieder zugetragen, halt auch gar nicht den Wortschatz hatten, um dann mir darauf zu antworten. Also gab es nochmal dicke Backen für mich, bis ich mich dann irgendwann, ja, gelernt habe, mich zu wehren. Das erzähle ich aus dem Grund, weil meine Lieblingsspielbeschäftigung tatsächlich dann ab der Grundschule, also in der Kinderhortzeit, die gewesen ist, andere Kinder zu verprügeln. Also das ist so tatsächlich mein Spielen mit anderen gewesen damals, ne? Okay. Und du hast das auch so als Spiel mit anderen empfunden? Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist eine ganz,
Tragische vielleicht auch. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, Kinder raufen sich mal, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Sache für mich gewesen. Ich habe immer die anderen Kinder verkloppt. So, das war meine Hauptbeschäftigung. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich nicht trotzdem zwei, drei gute Kumpels in der Klasse und im Kinderhort gehabt habe, mit denen ich auch gebastelt habe, mit denen ich Gameboy gespielt habe. Das gab es alles, abgesehen von diesen ganz krassen offenen sozialen Spielen wie Vater, Mutter, Kind spielen. Das macht man zwar als Junge vielleicht sowieso nicht so oder damals war es nicht so, aber das war eine Sache, die konnte ich nicht. Oder eine offene soziale Situation wie zum Beispiel in der Kuschelecke einfach mit den anderen abhängen. Das hat mich echt überfordert. Und ja, wie gesagt, also ich habe viel andere Kinder verkloppt und irgendwann eines Tages kam ich dann aus der Grundschule auf dem Weg zum Kinderhort und da fingen mich dann zwei Eltern ab. Und die sagten, aha, du bist also derjenige, aus dem unsere Tochter Angst hat, zur Schule zu gehen. Das ist ja interessant, dass wir dich hier mal treffen. Ich habe gehört, du verhaust unsere Tochter immer. Zumindest erinnere ich mich so. Kann auch ein Junge gewesen sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es diese Situation. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, und das muss relativ spät gewesen sein, also da war ich vielleicht so 8, dritte Klasse, dass das, was ich da mache, anderen Kindern Angst macht, dass es ihnen wehtut. Da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe das auch nicht aus dem sadistischen Trieb herausgetan, das mit Sicherheit nicht. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass die Angst haben, dass die sich vor mir fürchten. Und als ich diese Information von den Eltern bekommen habe, muss ich erst mal sagen, habe ich mich sehr geschämt. Deswegen erinnere ich mich auch noch daran und habe dann tatsächlich von heute auf morgen aufgehört, die Kinder zu hauen und zu schlagen und habe mich sogar im gewissen Maße versucht, eher für die Gerechtigkeit einzusetzen, Okay. weil ich mir gesagt habe, mein Gott, was hast du jahrelang da jetzt eigentlich gemacht, ne? Okay. Interessant. Ich mache mal einen Sprung von den Kindern zu den Erwachsenen, die ja auch da waren im Kindergarten. Welches Verhalten oder welche Ansprache von Erwachsenen hat dir gut getan? Oder was kannst du das noch erinnern? Was war für dich hilfreich? Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr wirklich dran erinnern. Das weiß ich nicht. Also ich hatte, glaube ich, ein relativ gutes Verhältnis. Die haben mich natürlich auch ein bisschen. Ich habe mir immer mal wieder auf der sozialen Ebene ein paar Sachen geleistet, die sich andere Kinder nicht geleistet hätten. Da gab es ein oder zwei Szenen, die hätten böse ausgehen können. Dass wir zum Beispiel, ich möchte jetzt was die, oder ich werde da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab zum Beispiel mal eine Situation, da sollten wir unsere Eltern malen für den Elternabend. Und die Eltern sollten dann in den Kinderhort kommen und sich erraten, wer sind sie? Und ich weiß noch, dass ich meinen Vater da sehr, ja, für andere kurios oder peinlich gar gemalt habe. Und ich weiß noch, wie ich gefragt wurde, willst du das wirklich abgeben? Und ich habe gesagt, ja, natürlich will ich das wirklich abgeben. Das habe ich dann auch gemacht. Und mein Vater kam dann abends total nach Hause und war total beschämt und hat gesagt, ich bin dir auch nicht böse, aber das war nicht so eine geile Aktion von dir. An solche Sachen kann ich mich erinnern. Und dementsprechend haben mich, glaube ich, natürlich auch die Pädagogen, meine Hortbetreuerinnen als Sonderling gesehen. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr, also ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt da irgendeine besondere Ansprache gab, außer vielleicht der ein oder anderen pädagogischen Belehrung, das mit Sicherheit. Und wie ist das heute für dich? Was tut dir gut, wenn Menschen mit dir sprechen? Was ist für dich hilfreich? Und was ist eher vielleicht so, wie du das früher bei Kindern erlebt hast, was dir Angst macht? Das ist eine interessante, aber auch sehr komplexe Frage. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich mich wirklich durch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, ich mag einfach diesen Begriff, also Arbeit an mir selber, mich über Autismus informieren, über meinen eigenen Schatten springen, habe ich es geschafft, eigentlich fast alle sozialen
Defizite, wenn wir das mal so nennen wollen, ich empfinde es so, zu schließen. Es gab früher, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen ausholen muss, aber das ist einfach mir wichtig für die Beantwortung dieser Frage. Es gab früher so viele Situationen, dass ich die Menschen einfach gar nicht verstanden habe. Dass ich, als ich meine Freundin zum Beispiel damals gefragt habe, warum sie sich mit ihrer Freundin trifft, da sagt sie, naja, wir verbringen Zeit, wir machen das einfach nur so. Und ich habe gedacht, dass sie mich anlügt, weil ich nicht verstehen konnte, wie kann es überhaupt sein, dass Menschen sich einfach so treffen. Oder eine Geschichte, die habe ich auch öfters schon mal erzählt, dass ich abends immer mit dem, oder was heißt immer, öfters mal mit dem Fahrrad rausgefahren bin oder zu Fuß gegangen, ich weiß es nicht mehr, ich habe gar nicht so weit weg gewohnt da von der Disco in der Nähe von meiner Wohnung damals und habe Leute beobachtet, wie sie vor dieser Disco standen. Da war ich vielleicht so 16, 17. Und ich habe mich einfach gefragt, was zum Teufel? Und es ist einfach so ein unglaubliches tiefes Gefühl von was zum Teufel machen diese Menschen dort? Was bedeutet diese unglaubliche Ansammlung von atomarer Masse dort vor dieser Diskothek? Warum stehen die dort? Was soll das? Was ist der Sinn? Worum geht es da? Das sind ganz, ganz große Fragen, die ich mir im Hinblick auf die Menschlichkeit immer wieder gestellt habe. Und das hat sich natürlich stufenweise durchgezogen bis in mein, ja, fast bis Anfang 30, dass ich mir diese Rätsel überhaupt erst erschlossen habe. Und es gab natürlich immer offene Situationen, was das Sozialleben anbelangt, zum Beispiel in der Kneipe was trinken gehen oder was bestellen. Ich hätte es nicht gekonnt, ich hätte einfach nicht gewusst, wie es geht. Und das ist für Außenstehende natürlich Wahnsinn, weil die denken sich, wie kann dieser intelligente junge Mann, auch wenn der häufig ein Außenseiter und sehr komisch ist, wie kann der das nicht wissen? Er fragt, also der Tom fragt, wie geht das? Und wir, die Außenstehenden, verstehen noch nicht mal seine Frage. Was heißt, wie geht das? Wie kann er nicht, was will er wissen, ja? So, und um jetzt wieder auf die Frage, ich habe sie nicht vergessen, zurückzukommen. Ich habe mir natürlich durch diese harte Arbeit ganz, ganz viel erschlossen. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele in Häkchen dumme Fragen gestellt. Auch gezielt Leuten, denen ich vertraue, über Autismus. Hey, wie ist denn das bei euch Nicht-Autisten? Ist das richtig, dass ihr tatsächlich Gefühle habt, wenn ihr euch in eure Gesichter hineinschaut? Das sind alles Dinge, die musste ich wissen. Das hat mir ganz, ganz viel geholfen, das erklärt zu bekommen. Und ich kann auch jedem, ja, Autisten da draußen nur wirklich empfehlen. Also das ist wirklich besser als jede Therapie. Freunde und Bekannte, wenn man sie denn hat, man denen vertrauen kann, da wirklich gezielt auch auszufragen und diese Lücken zu schließen. Das hat mir gut getan. Und die Frage war ja auch, was mir heute gut tut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was mir heute gut tut, ist die existenzielle Einsamkeit dadurch zu schließen, dass ich in ein emotionales Miteinander mit meinen Mitmenschen gehen kann. Denn ohne dieses emotionale Miteinander ist es ja vielleicht nur eine Nähe auf einer materiellen Ebene, wenn wir jetzt mal den Körper als Materie, als Atomansammlung bezeichnen wollen. Oder es ist halt einfach andere Menschen wie durch eine, es ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber durch eine Milchglasscheibe kontaktieren, interagieren zu können. Und ich habe festgestellt, dass mir eine emotionale Gemeinsamkeit fehlt, zu der ich mich aber auch sie zu leben noch nicht zu 100% teilweise traue, aufgrund von Frustrationen und Enttäuschungen in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist noch eine ganz, ganz große Entdeckungsreise, wirklich dieses menschliche Miteinander zu leben, was man tatsächlich auch als menschlich bezeichnen würde und nicht als roboterhaft vielleicht. Ja, du hast eben was sehr Interessantes beschrieben, dass für dich eben die Menschen eine Ansammlung von Atomen sind, wenn sie vor der Disco stehen, oder dass du dich die Frage stellst, wie kann man überhaupt Zeit miteinander verbringen? Also das ist ja so, dass du das Verhalten der anderen irgendwie überhaupt nicht verstehst. Und das ist ja wie so ein Spiegel, weil die Erzieherin in der Kindertagesstätte oder auch die Eltern verstehen ja oft das Verhalten des autistischen Kindes gar nicht. Warum macht er immer wieder dieses und warum geht er nicht zu anderen in Kontakt? Das ist ja im Grunde genommen ein Spiegelbild.
Und ich erinnere mich an einen Satz, den du mal in einer Mail geschrieben hast, die du mir geschickt hast, dass du den Eindruck hattest, dass die Kinder manchmal zu wenig Feedback kriegen oder Worte für ihre Gefühle. Und weil, also für das, was das autistische Kind gerade tut oder erlebt auch. Und ich beobachte das so, dass autistische Kinder, wenn sie spielen, kein Feedback oft mehr kriegen für ihr Spiel mit Sandrieseln oder mit Robotern spielen, weil die Eltern und auch die Erzieherin das nicht verstehen, was das soll. Es gibt keine Bewunderung, es gibt keine Emotionen in Bezug auf dieses Spiel. Und meine Beobachtung ist, dass es, wenn es diese Emotionen gibt, die sich wirklich ganz konkret auf den Moment des Spiels beziehen, auf das Sandrieseln, da rieselt der Sand, dass dann die Emotion schon als angenehm erlebt wird und nicht als fremd. Fremd wird sie dann erlebt, wenn sie sich wieder auf das bezieht, was ich nicht tun soll. Und da kriegen autistische Kinder häufig viele Emotionen von ihren Eltern und auch von den Erzieherinnen. Und ja, da wäre jetzt so eine Frage, ist das für dich in einer gewissen Form auch logisch, dass das, also dass sich das so ein bisschen auseinanderentwickelt? Also es gibt auf beiden Seiten ein Unverständnis. Das Kind versteht nicht, was die Eltern oder die Erzieherin machen und die anderen Kinder, das autistische Kind und die anderen verstehen nicht. Und deswegen entwickelt man sich immer mehr auseinander und irgendwann bist du jetzt 30 und musst den Schritt jetzt dir vornehmen. Jetzt will ich in die Veränderung gehen, weil jetzt verstehe ich es. Aber ich habe mich erstmal ein ziemliches Stück entfernt und wie komme ich jetzt da wieder hin? Ja. Ja, muss ich auch leider ein bisschen ausholen. Also das eben gesagt erinnert mich natürlich stark an den Artikel, den du geschrieben hast, den ich mit wirklich sehr großer Begeisterung und Freude gelesen habe übrigens. Also vielleicht, um nochmal auf diese Kontaktschwierigkeiten zuerst zurückzukommen. Ich habe natürlich verstanden, irgendwann, nach Eigenrecherche, weil es mir keiner gesagt hat, dass Menschen sich gegenseitig durch Gestik und Mimik zum Gespräch einladen. Das heißt, sie lächeln sich an und signalisieren sich damit und geben sich gegenseitig die Gewissheit, ich möchte überhaupt Kontakt aufnehmen. Weil der Autist es nicht weiß, dass es so etwas gibt, pauschal gesprochen, 99,9% der Autisten nicht wissen, wenn man es ihnen nicht sagt, dass es das gibt und dass sie da auch gar nicht drauf achten. Diese Einladung über Gestik und Mimik ist es halt einfach auf der Treppe der Anbahnung von Kontakt immer so, als würde dem Autisten die unterste Treppenstufe fehlen. Und deswegen hat der Autist, wenn es einen Sachgrund gibt, ja auch gar kein Problem, zum Beispiel, oder weniger Probleme, irgendwo beim nächsten Burgerrestaurant seiner Wahl eine Pommes zu bestellen oder eine Fahrkarte einzulösen oder sonst irgendwas zu tun, weil das ersetzt ihm die untere Treppenstufe. Wenn er das aber nicht hat, dann ist es für ihn, als müsse er einen großen Schritt machen. Und ich habe diesen großen Schritt auch irgendwann getan, indem ich mir gesagt habe, okay, ich verstehe nicht, wie die Leute untereinander in Kontakt treten. Also mache ich das einfach mit einem Gewaltakt. Ich gehe jetzt einfach auf die zu, ich quassel die voll. Hat natürlich auch häufig zu Frustrationen geführt, weil man dann natürlich auch wieder Leute vollquasselt, die einem nicht die Einladung zum Gespräch gegeben hat, weil man davon ja nichts weiß. Aber gut. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt man ja bekanntlich. Ja, und ich kann eine interessante, wahrscheinlich hoffentlich interessante Geschichte aus meiner Jugend, Kinder- und Jugendzeit auch erzählen, nämlich warum die Beziehung zu meiner Mutter sehr gecrashed und auseinandergegangen ist. Weil meine Mutter nämlich dachte, dass ich an ihr kein Interesse habe. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich in die Grundschule gekommen bin. Das muss ich dazu sagen, aber guter Kontakt bis heute, ne? Und meine Mutter hat mich dann immer geholt, nach Wolfenbüttel damals war das. Und dann hat sie auch immer regelmäßig angerufen. Und dann hieß es immer hier, Tom, sprich doch mal mit deiner Mutter, die ist am Telefon. Und auch selbst davor hatte ich Angst, weil ich nicht wusste, wir sprechen jetzt von einem Alter so 6, 7, 8, 9, 10, 11, weil ich nicht wusste, wie man telefoniert. Weil ich davor eine große Angst hatte vor diesem, ich weiß nicht, wann darf ich sprechen und so weiter. Und wir sprechen hier von der Kommunikation mit der eigenen Mutter. Und so hat meine Mutter sich von mir abgelehnt gefühlt und hat dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn mein Kind mich nicht will, dann werde ich es nicht weiter belästigen. Vielleicht hört sich das für Leute, die das Video jetzt schauen, hart an und vielleicht hört sich das als ein Erziehungsfehler an. Ich habe da mit ihr viel drüber gesprochen. Ich kann es irgendwo verstehen. Sie hat auch gesagt, wenn mein Kind nicht kuscheln will, kann ich es ihm nicht aufzwängen. Ja, ich kann ihn ja nicht zum Kuscheln zwingen.
all solche Sachen. Und ich habe das Gleiche im Hinblick auf Sie gedacht. Und somit sind wir tatsächlich, ich sage es mal ganz grob, 10 Jahre vielleicht mehr oder weniger getrennte Wege gegangen, weil wir dachten, wir mögen uns gegenseitig nicht. Wir beide waren frustriert, nur um dann irgendwann als Erwachsene festzustellen, oh, war ja alles ein ganz großes Missverständnis. So, was hat das mit der eigentlichen Frage zu tun? Ich finde ganz, ganz viel, weil das, da sind wir nämlich bei diesem, dass es sich auseinanderdriftet mit diesem Miteinander. Jetzt habe ich gerade gehört, dass die Eltern von dem Kind ganz, ganz viel wollen, dass es aber nicht versteht. Ja, da müsste ich drüber nachdenken. Ich habe über die Sache erst letztens in einem anderen Gespräch gesprochen. Ich würde es erstmal bejahen, mir würden jetzt aber spontan tatsächlich die Worte dazu fehlen. Wichtig ist es, glaube ich, dass autistische Kinder den Grund erklärt bekommen für das, was sie tun sollen. Warum sollen sie das tun? Und nicht, dass es einfach von ihnen verlangt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, und da kommen wir jetzt, glaube ich, genau auf den Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass solche emotionalen Missverständnisse zwischen Eltern und Kind, Mutter, Vater fühlt sich abgelehnt, fühlt sich ausgeschlossen, weil das Kind nicht die Eltern anlächelt vielleicht aus dem Spiel, dass man dann halt sagt, na, dann lasse ich das Kind halt machen. Soll er halt machen. Soll er halt da seinen Sand rieseln. Soll er halt da seine Autos hin und her schieben. Ich lasse ihn in Ruhe, der hat kein Interesse an mir. Nur, und das ist ganz wichtig, glaube ich, das muss nicht stimmen. Das Kind hat vielleicht Interesse, aber es kann nicht umgesetzt werden in ein praktisches Miteinander, in Interaktion kommen, weil das Kind einfach ihm da die Basics vielleicht fehlen. Und es ist mit Sicherheit hilfreich, dem Kind da etwas unter die Arme zu greifen. Genauso wie natürlich erst die Autismusdiagnose mir und meiner Mutter in unserer Entwicklung des Familienfriedens unter die Arme gegriffen hat, dass wir das, was bei uns passiert ist, überhaupt aufarbeiten konnten, dann als beide Erwachsene. Ja, das, was du mit deiner Mutter beschrieben hast, dieses, wo das so auseinandergegangen ist für eine Zeit, ich glaube, das findet in einer abgeschwächten Form sehr früh schon statt. Also das, was du beschrieben hast, die Eltern kriegen dieses Lächeln nicht, was sie sich wünschen, und dann fangen sie selber an, möglicherweise auch nicht mehr so stark in Kontakt zu gehen. Du rieselst mit dem Sand und das gefällt dir gut, und deine Mutter gefällt es dann in dem Moment auch gut, wenn sie sich auf ihr Buch konzentrieren kann. Dann muss sie sich damit nicht mehr so beschäftigen, mit dieser möglichen Enttäuschung. Und das ist alles menschlich. So, das ist mir ganz wichtig, dass das ganz normal und menschlich ist, dass man dann so sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Und dann brauchen wir aber eine Erklärung. Du hast es eben sehr schön gesagt. Ich muss erklärt bekommen, warum ich etwas Bestimmtes tun soll. Und deine Mutter hat eine Erklärung gekriegt durch die Diagnose, was ist eigentlich los? Also, das hat nichts mit ihr zu tun, sondern es ist einfach, es hat sich so entwickelt. Und das gibt erst wieder die Chance, sozusagen zu sagen, aha, jetzt haben wir wieder eine neue Möglichkeit, uns in Beziehung zu setzen, wie auch immer das aussehen mag. Ich glaube, wenn ich da noch was zu sagen darf, dass Bindungstraumata ganz, 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 ganz viel mit der Entwicklungs- und Leidensgeschichte von zumindestens ja, intellektuell im Normbereich sich befindenden Autisten zu tun hat. Thema Intelligenzdiagnostik, dass das schwierig ist, ist ein anderes Thema, würde jetzt zu weit führen. Aber ich denke, es ist klar, was ich sagen möchte. Die als hochfunktional gelabelten, die Asperger-gelabelten und so weiter und so fort. Denn es ist, also ich weiß, dass ganz, 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 ganz viele Eltern, das weiß ich aus den Elterngruppen, dass deren größte Sorge ist, mein Kind liebt mich nicht. So. Fakt ist aber, und das ist die harte Wahrheit, die ist ganz hart, das weiß ich, die kann schmerzlich sein, Triggerwarnung an dieser Stelle, ganz, ganz viele autistische Kinder haben tatsächlich keine starken Gefühle für ihre Eltern. Das ist ein bisschen verschütt gegangen, dass man früher gesagt hat, Autisten fühlen ja nichts. Und dann hat man im Rahmen dieser neuen Aufklärung irgendwann gesagt, natürlich empfinden Autisten Gefühle, die können die nur nicht zeigen, die können die nicht interpretieren und die lieben genauso wie alle anderen auch. Und Kinder, die ihre Eltern, das ist bei mir auch, trotzdem weiß ich natürlich, wenn ich meinen Eltern sagen würde, hey, ich liebe euch eigentlich gar nicht. Da habe ich sehr, hab ja selbst ich dann ein Gespür dafür, dass das vielleicht kein guter Move wäre. Also wird es gelassen. So, ich habe da viele
Umfragen schon gemacht, natürlich nicht repräsentativ, aber schon unter einigen Asperger-Autisten, sogenannten, und habe gesagt, okay Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Habt ihr eigentlich Gefühle für eure Eltern? Kommt, raus jetzt hier. So, und da wurde gesagt, nein, eigentlich empfinde ich für meine Eltern nichts. Bei sehr viel, nicht durch die Bank weg. So, und dann ist die nächste Frage, warum ist das so? Ist das, das ist meine erste Vermutung gewesen, dass das vielleicht im Autismus selber begründet liegt, dass es also eine neurologische Sache ist, dass man für seine Eltern nichts oder weniger empfindet, diese Gefühle abgeschwächt sein kann. Liegt das vielleicht daran, dass es in der Eltern-Kind-Beziehung zu Traumatisierungen gekommen ist, dass die Mutter überfordert war, dem Kind weniger Feedback gegeben hat, und so weiter und so fort. Mir wurde auf jeden Fall von einigen Autisten auch berichtet, dass sie ihre Eltern, das jetzt mal so als gute Nachricht, auch für die, die zuschauen, dass die durchaus gesagt haben, ich liebe meine Mutter oder meinen Vater abgöttisch. Das heißt, ich möchte hier nicht sagen, alle Autisten, vielleicht noch nicht mal die meisten, das würde ich nicht wagen, hier aufgrund meiner nicht repräsentativen Umfragen zu behaupten. So, und diese Bindungstraumatisierungen oder dieses aus dem Ruder laufen der emotionalen Beziehung, warum auch immer, das führt, glaube ich, zu sehr viel autistischer, vielleicht nicht fühlen der eigenen Emotionen, vielleicht noch rationaler denken, als man es von seiner Veranlagung her schon täte, vielleicht auch zu Frustrationen mit anderen Menschen, Rückzug, weniger Gelegenheit, Sozialverhalten zu üben, somit in dem Bereich gehandicapt sein, immer zwei oder drei Schritte den anderen hinterher zu hinken. Und ich glaube, dass man mit sehr viel Beziehungsarbeit und sehr viel Erklärungsarbeit eine Manifestation einer autistischen Bindungsthematik, also du merkst, ich ringe so ein bisschen um die richtigen Worte, dass man das sehr abmildern kann oder vielleicht sogar fast komplett schließen könnte. Ja, das war jetzt sehr viel. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich sagen wollte. Ja, sehr interessant. Aber ich habe jetzt da noch eine Frage zu deinen Eltern. Würdest du sagen, dass sich deine Eltern aber sehr viel Sicherheit gegeben haben in deinem Leben, mehr als andere Menschen? Oder war das, gab es da nicht so einen großen Unterschied? Ja, also dazu muss man sagen, ich komme aus einem sogenannten dysfunktionalen Elternhaus. Also das gab sehr viel Ärger, sehr viel Leid. Puh, also war schon krass, wirklich krass. Also mit Möbel zertrümmern und so weiter und so fort. Will es jetzt nicht zu krass ausführen, aber war schon heftig. Will sagen, dass natürlich da ein bisschen so die elterliche Beziehung, insbesondere zu meinem Vater, sowieso ein bisschen schief gehangen hat. Und mein Vater hat mir eigentlich emotional, zumindest spätestens ab meiner Jugendzeit, gar keinen Halt mehr gegeben. Also da waren dann zum Beispiel so Sprüche wie nur mal exemplarisch, dass ich in der Schule gemobbt wurde, so wie viele Autisten. Und ich dann zu ihm gegangen bin und habe gesagt, hier, pass mal auf, ich werde da in der Schule gemobbt und das geht hier schon seit Jahren und die machen mich richtig fertig. Was soll ich denn da machen? Und da kommt dann halt als Antwort, ja, mach nichts, tu so, als würde es dich nicht interessieren. Oder auch der Satz kam auch, wenn dich alle mobben, dann hast du es halt verdient, du hast einen schlechten Charakter, du bist ein verdorbener Mensch und so weiter und so fort. So, wir sehen also, Halt geben, schwierig. Mir helfen, auch schwierig. Bewusstsein für meine Probleme überhaupt nicht. Deswegen auch erst Diagnose mit 17. Weil beim Vater aufgewachsen und zum Psychologen gehen, sowas macht man nicht und so weiter und so fort. Ich erzähle das jetzt auch einfach so mehr oder weniger offen, frank und frei, weil das habe ich auch schon auf YouTube erzählt, ein, zwei Mal. Das ist jetzt nichts, keine brisante neue Information, die ich hier leake. Ich habe auch den Kontakt abgebrochen zu meinem Vater inzwischen übrigens. In meinen ersten Jahren allerdings, das muss ich jetzt dazu sagen, in meinen ersten Jahren in der früheren Kindheit schon, da haben mir meine Eltern schon Halt gegeben, da habe ich mich schon an meinem Vater und meiner Mutter orientiert. Und ich würde auch sagen, dass ich eine relativ gute frühere Kindheit hatte, bis zum Alter von 8 oder 9 oder 10 so in etwa. Okay. Gut. Gibt es noch eine Person, ohne dass du jetzt den Namen nennst, wo du sagst, weil wir gerade dabei waren, wer gibt Halt, die dir irgendwie besonderen Halt gegeben hat in deiner Biografie, unabhängig von deinen Eltern?
Ja, kann ich auch den Namen nennen. Das war der liebe Martin, mein quasi Stiefbruder, der inzwischen verstorben ist, hat Selbstmord begangen vor einigen Jahren. Der trat in mein Leben, als ich 12, 13 war. Ja, es ist bei mir leider alles etwas komplexer. Ich muss immer ein bisschen ausholen. Mein quasi Stiefbruder war von Anfang an Kleinkrimineller, drogenabhängig, kein böser Mensch, war ein Lieber, aber war halt ein kleiner Chaot, sage ich es mal so. Und der hat mir sozusagen die soziale Welt eröffnet, indem er immer wieder, als ich 12, 13 war, mich besucht hat. Und ich hatte gar keinen Bock auf den, weil der hat mich überfordert. Ich wollte einfach mich verkriechen in meinem Kinderzimmer. Ich war allerdings sozial zu schlecht, um seine relativ penetranten Versuche, mit mir Zeit zu verbringen, abzuwehren. Und so ist es dann so zu einer Zwangsfreundschaft gekommen, die sich dann ja, zur besten Freundschaft entwickelt hat, die ich hatte bis jetzt in meinem Leben. Ein Herz und eine Seele. Und ich habe einfach dadurch, dass durch seinen Chaoten-Lifestyle, habe ich einfach so unglaublich viel gelernt, dass er mich mitgenommen hat in die Parks zu den Leuten, wo ich mich natürlich dann erstmal nur dazu gesetzt habe und so gedacht habe, bitte sprecht mich nicht an. Und das kommt aber natürlich so über die Jahre. Also, und natürlich ist das auch ein Mensch gewesen, mit dem ich über alles sprechen konnte. Das ist ganz wichtig, glaube ich, von Kindern, die auch sehr viel Traumatisierung eventuell erfahren, dass man da jemanden hat, wo es keine Tabus, keine Denkverbote, kein gar nichts gibt, dass man da von der Entwicklung her nicht völlig zusammenbricht. Und dann muss ich natürlich auch noch abschließend sagen, gab es da ein Mädel, ja, das war so meine erste richtige Freundin mit 13, 14, ging 4,5 Jahre. Ja, so wie das halt, wie man halt sagt, die bessere Hälfte, ne? Also die hat mir mit Sicherheit auch einiges gegeben. Ja, danke schön. Danke für deine doch auch sehr ausführlichen Beschreibungen. Ja. Das hat, glaube ich, ein sehr gutes Bild gegeben. Ja, ich werde dann von meiner Seite mit Fragen so durch. Hast du vielleicht noch eine Frage? Ja, ich hätte noch die ein oder andere Frage, auf jeden Fall. Zum Beispiel, wie sieht der aktuelle Schwerpunkt deiner Arbeit im Bereich Autismus aus? Und es wurde ja anfangs schon gesagt, aktuell wird ja auch ein neues Buch geschrieben. Vielleicht können wir ja da nochmal drauf eingehen. Ich verlinke auch das letzte Buch natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn das neue Buch dann rauskommt, verlinke ich das natürlich auch in der Videobeschreibung. Was ist denn so gerade, das würde mich interessieren, so dein aktueller Kernbereich im Thema Autismus? Also ich halte sehr viel von der Beschreibung von noch von Kanner, der so sagt, Autismus ist die von Geburt an bestehende, er sagt Unfähigkeit, ich sage Schwierigkeit, mit Menschen in Wechselbeziehung zu gehen. Und ich gehe sehr kritisch dann damit um, dass wir, wenn das schon von Geburt an besteht, Kinder erst, also ich glaube 70% werden um das Grundschulalter rumdiagnostiziert, aber also es werden die Kinder, oder wie bei dir war es, du warst 17, also wir diagnostizieren viel zu spät. Das heißt, Eltern und Kinder leben in einem ganz großen Zeitraum in einer Ungewissheit, immer mit der Frage, was ist mein Anteil daran, dass alles so komisch läuft? Eltern und auch das Kind. So, das ist ein Punkt. Und jetzt geht es mir nicht darum, Kinder schon ins erste Lebensjahr rum zu diagnostizieren, so mit so einem Stempel, sondern eher zu gucken, was zeigt das Kind und was zeigen die Eltern. Und meine Beobachtung ist halt nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Erzieherinnen in der Krippe, dass die Kinder, ich war heute noch in einer Krippe, wo ein autistisches Kind, was weniger spricht als die anderen, was teilweise andere Dinge spielt, die wir nicht verstehen, kriegt keine Worte, keine Aufmerksamkeit mehr für sein Spiel und vereinsamt. So. Und meine Beobachtung ist es, wenn wir diesem Kind Worte geben für sein Spiel, ob das das Sandrieseln ist oder Autos in Reihe stellen oder Autos hin und her schieben, guckt das Kind plötzlich und lächelt. Und ich mache das nochmal und auch das und entsteht schon dieses, was du vorhin beschrieben hast, so ein Versuch eigentlich in eine emotionale Beziehung zu gehen, das kann ich sehr früh sozusagen auslösen. Und die Grundidee ist, diese Kinder mehrere Male am Tag einzuladen in so einen Austauschprozess. Damit, und die Kinder gucken einem dann ja ins Gesicht und sehen dann in dem Gesicht die Emotionen und lernen, glaube ich, dadurch auch sehr früh, die Mimik auch zu verstehen.
Sonst bleiben sie eher an der Kontur hängen. Also das ist meine Beobachtung. Wenn ich die Kinder nicht direkt anspreche, gucken sie mir nicht ins Gesicht, sondern gucken an mir vorbei. Und wenn ich immer an den Menschen vorbeigucke, kann ich nicht Gestik, Mimik und so erfassen und mein neuronales System lernt nicht damit umzugehen. Also der Ansatz ist, ganz früh sich zu den Kindern in Beziehung zu setzen. Das Kind lädt, das autistische Kind lädt seine Eltern, lädt die anderen nicht ein in die Beziehung, also jedenfalls nicht unbedingt immer für die anderen sichtbar. Und den Erwachsenen und den Kindern zu helfen, eben ganz früh das zu korrigieren. Ja, das ist so der Kern. Und das geht ja, so wurde es ja auch in dem Artikel beschrieben von dir, verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Das geht ja über den Mechanismus, sich auf eine Art und Weise, so habe ich das verstanden, gerne korrigieren, was ich jetzt sage, dass wenn das Kind jetzt zum Beispiel ein Auto hin und her schiebt, dass man dann einfach das Geräusch macht, dass dieses Auto macht. Also man selber gesellt sich erstmal so in die Nähe des Kindes. Vielleicht auch so mit ein bisschen räumlichem Abstand und macht dann erstmal Brumm, Brumm und kann es so schaffen, sich in das Spiel des Kindes zu integrieren, ohne zu aufdringlich zu werden und ohne auch das, ja, das soziale Verständnis sozusagen des Kindes zu überfordern. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wenn das Kind ein Auto schiebt, dann lasse ich mich auf dieses Schieben ein. Wenn ich Brumm Brumm machen würde, würde ich schon wieder etwas weg sein von dem, was das Kind möglicherweise bei dem Autoschieben empfindet. Ich würde also eher das Geräusch so machen, also genauso wie das Auto sich bewegt. Und wenn es hält, ist das Geräusch zu Ende. Und dann ist mein Eindruck, tauche ich ein Stück in die Empfindungen des Kindes ein, durch meine Stimme, durch meine Resonanz und durch meine Emotionen. Und dadurch fühlt sich das Kind in dem, was es tut, wahrgenommen. Also jemand anders nimmt das wahr, was ich gerade tue. So, das ist der Weg. Und ich verändere den Menschen dadurch nicht, sondern ich schließe an sein Handeln an das, was ihm wichtig ist. Eine Kritik, die ich habe an vielen Therapien, ist, dass die Kinder so gemacht werden sollen, wie wir sie für die Gesellschaft brauchen. Und das löst bei vielen Kindern Widerstände aus. Sie gehen körperlich in Anspannung, zeigen aggressives Verhalten, wollen das nicht. Und meine Idee ist, an das anzuschließen, was das Kind zeigt. Und es ist interessant, dass wir relativ zeitnah dann auch Dinge verändern können, weil die Kinder selber dann zu Veränderungen kommen. So, das ist die Grundidee, ja, da drin. Es wurde ja auch so beschrieben, dass die Kinder dann mitunter relativ große Sprünge im sozialen, ich will nicht sagen Verhalten, das klingt jetzt falsch, von den sozialen Fähigkeiten her machen oder zumindest, dass man dann als Resultat sieht, dass das Kind, was vorher vereinsamt im Kindergarten gespielt hat, es schafft, sich doch sehr gut in die Kindergartengruppe zu integrieren. Ja, die erste Spielidee der Kinder ist meistens hinter anderen herlaufen. Das ist ja so ein Spiel, wo ich nicht drüber nachdenken muss, was machen die anderen, sondern es geht darum, fangen, verfolgen zu spielen. Das sind die ersten Spiele. Oder ein Kind rutscht, das andere rutscht hinterher. Ich mache das genau wie die anderen und ich habe dann natürlich beim Rutschen ein ähnliches Körpergefühl wie die anderen. Und dadurch kriege ich das Gefühl von, ah, wir machen etwas zusammen. So, das ist so der erste Punkt. Also bei allen Kindern oder bei autistischen Kindern? Bei allen Kindern. Bei Okay. autistischen Kindern ist es auch so, dass ich glaube dann, wenn ich mit jemand anderem zusammenrutsche, dass es sich auf einer gewissen Art und Weise körperlich gleich anfühlt. Und ich kriege ein Gefühl von auch dann, das beobachte ich dann, dass die Kinder nicht oben an der Rutsche sitzen und warten, bis das andere Kind kommt und dann erst rutschen. Also es gibt ein Bedürfnis nach dieses gemeinsam tun zu wollen. Und dann gibt es natürlich Gefühle dabei und diese Gefühle werden dann durch ein Juchzen oder durch einen Ton zum Ausdruck gebracht und dadurch entsteht nach meinem Eindruck so etwas wie ein gemeinsames Erleben. So, erst auf der körperlichen Ebene. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, die ich sehr spannend finde. Angenommen, man macht jetzt diese Arbeit mit den autistischen Kindern, was wäre dann der nächste Schritt? Also kann es zum Beispiel sein, dass die autistischen Kinder im Kindergarten durch andere Kinder ausgegrenzt werden, weil es von seinem Verhalten her anders ist und muss man dann da noch weiter intervenieren, dass das dann nicht doch noch irgendwie zu sehr frustrierenden Beziehungserfahrungen kommt, so nach dem Motto, jetzt lasse ich mich auf die anderen ein, werde aber zurückgewiesen. Also die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass ich mich besser auf die anderen einlassen kann, weil Mhm. ich mit ihnen bestimmte Erfahrungen teile. Wenn ich immer wieder mit bestimmten Kindern so ein ganz banales Spiel spiele wie Fangen, und dann fängt man sich und teilt bestimmte Emotionen, dann lerne ich auch immer mehr ein Stück die anderen besser zu verstehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ausgegrenzt werde, sinkt. Sie ist aber immer noch da. Und da muss man natürlich auch gegensteuern. Und gegensteuern heißt, dem Kind, du hast ja eine sehr deutliche Erklärung gekriegt für dein Schlagen von den Eltern und du hast es ab dem Zeitpunkt gelassen, dem Kind zu erklären, was Sinn macht und was Unsinn ist und den anderen Kindern natürlich genauso zu sagen, aus diesen und jenen Gründen macht dieses Kind das. Ne? Und diese Erklärungen sind eben wichtig. Aber mein Ziel ist es eigentlich, von Anfang an dafür zu sorgen, dass sich die Symptome gar nicht so stark entwickeln und dass die Kinder stärker Möglichkeiten kriegen, in die Erlebniswelt von anderen reinzukommen und nicht dieses andere Spiel als nur als fremd zu erleben. Also dieses Gefühl, was du sagst, da sitzen welche in der Kuschelecke und du hast kein Gefühl dafür, sondern es ist für dich unangenehm, dass sich diese grundlegenden Dinge verändern. Und da glaube ich, wenn wir um das erste, zweite Lebensjahr schon anfangen, mit Eltern und Fachkräften intensiv daran zu arbeiten, an diesem Interaktions-, an dieser Begegnung, ist meine Erfahrung, dass sich das verändert. Ja. Sehr Und schön. jedes zweite, jedes dritte Kind vielleicht aus dem Kindergarten kommt und Eltern sagen, für mich ist es nicht mehr Autismus. Ist so. Worum dreht sich jetzt das neue Buch, das in Planung ist? Ist das ein ähnliches Thema, eine Weiterführung oder ist das was ganz Neues? Der Schwerpunkt liegt eben auf dem Kindergarten. Dass ich sage, eigentlich ist der Kindergarten der richtige Ort, um genau dieses, was wir gerade besprochen haben, anzugehen. Wo mit Fachkräften ganz genau geguckt wird, dieses Kind braucht 5, 6 Mal am Tag eine Einladung in die Interaktion. Und wir sollten nicht erst anfangen, wenn es Schulkinder sind, sondern eigentlich schon in der Krippe. Wir können in der Krippe schon erkennen, bei anderthalbjährigen Kindern stellen wir noch keine Diagnose, aber wir sehen, dass das Kind nicht so in Austausch mit anderen Kindern geht, nicht in Austausch mit den Erwachsenen. Also müssen beide, Erwachsene und Kind, eine Unterstützung kriegen, um zueinander zu kommen. Das ist der Kern im Wesentlichen in dem Buch. Und natürlich auch, ich versuche ein Stück diese besondere Entwicklung von autistischen Kindern auch aus entwicklungspsychologischer Sicht zu beschreiben und aber auch wieder die Entfernung davon. Warum kann ein Kind plötzlich ein Flugzeug nehmen und dem Flugzeug das Gefühl geben von, oder ich sitze in dem Flugzeug, also in eine Art Rollenspiel zu gehen. Was muss dafür eigentlich vorher passieren? Und ich versuche in dem Buch auch, und deswegen auch dieses Interview, ganz viele Betrachtungsweisen von Betroffenen einfließen zu lassen. Also, dass ich ein Symptom beschreibe aus entwicklungspsychologischer Sicht, aus der klassischen Sicht, aber auch aus der Sicht von einem Betroffenen. Also, es ist sehr breit angelegt, damit man nicht mit so einem Tunnelblick da drauf guckt und sagt, ach, das ist ein Autist, der braucht das. Nein, es ist ein Individuum, das sich auf eine bestimmte Art und Weise ausdrückt. Und wir müssen ganz genau gucken, was braucht dieses Individuum eigentlich, damit es sich wohlfühlt. Das ist der wichtige Punkt erstmal. Ich muss mich wohlfühlen, um mich gut entwickeln zu können. Ja. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt auf das Buch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ja, auf alle Und Fälle. ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Danke gleichfalls. Alles Gute. Ebenso. Danke sehr. Ciao. Ciao.